Hallo Leute, dieses Mal startet das Video ein bisschen anders. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und lange überlegt, wie ich das Video anfange. Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bei Heiko und Ben bedanken, die mit mir zusammen ins neue Jahr und in meinen 18. Geburtstag gefeiert haben. Kommen wir zum Lost Place. Wir liefen lange durch den dichten Wald, bis wir das besagte Häuschen fanden. Über Stock und Stein ging es immer weiter durchs Unterholz. Bei der Frage an meine Kollegen, wem das alte Häuschen gehört hat, hieß es nur von einem der beiden, dem alten Nussknacker. Als ich dann wieder zu Hause am PC saß, dachte ich mir, schau doch mal im Internet, was du zu dem Häuschen findest. Bis dato weiß ich immer noch nicht zu 100%, warum es das Haus des Nussknackers heißt, aber vielleicht wisst ihr ja mehr. Jedenfalls war es ein älterer Herr, der sich hier zur Ruhe gesetzt hat und seinen Lebensabend genossen hat. Bevor das Video jetzt startet, möchte ich mich auch ganz herzlich bei Benjamin, Cross the Line Fotografie, für den netten Kontakt bedanken. Vielen Dank, dass ich ein paar deiner Bilder in meinem Video zeigen darf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute zusammen mit dem Heiko Reality Urbex und dem Ben Haribo Exploring unterwegs. Werde ich mal ganz unten oben in der Videobeschreibung verlinken. Wir sind mitten im Wald und gucken uns heute ein altes Häuschen an. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Also Leute, das ist jetzt der Eingang, da sind wir gerade durchgegangen in Richtung Haus. Einfach durch den kaputten Gartenzaun hier durch, hier vorne. Und dann sehen wir von hier, sehen wir schon hier das Haus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. So, das ist jetzt der erste Raum, wenn man hier durch die Haustür da vorne reinkommt. Das war wahrscheinlich mal das Wohnzimmer. Ich gucke jetzt aber auch erstmal, was es hier so für Räume gibt. Das war vielleicht mal das Esszimmer. Da sitzt der Ben. Hallo. Hier ist auch noch so ein Ausgang. Ich glaube, das war mal der offizielle Eingang. Da, wo wir durchgekommen sind, ist wahrscheinlich nur mal der Garteneingang gewesen. Und das sieht so aus wie, keine Ahnung, Esszimmer oder irgendwie sowas. Und dann gucken wir noch mal ganz kurz hier rein. Das sieht jetzt aus wie Abstellzimmer, Abstellraum irgendwie. Und da hinten noch eine Toilette. Aber da werde ich gleich noch mal eben im Einzelnen die Zimmer zeigen. Und wir gucken jetzt, oder fangen jetzt erstmal mit dem ersten Raum an. So Leute, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit dem ersten Raum an. Das sieht aus wie ein schönes Esszimmer. Da hinten eine Polstercouch, so ein kleiner Wohnzimmertisch, ein Sessel hier und hier steht wohl so ein altes Bücherregal oder sowas. So sieht das zumindest für mich aus. Habe auch schon leider alles runtergekommen. Nicht mehr in einem wirklich sehr guten Zustand. Hier steht noch so ein kleiner Fernsehtisch, so wie das aussieht, mit so einer ganz alten Eulendecke. Und dann kommen wir in das, ja wohl Hauptzimmer. Hier ist ein Kamin. Da ist ein Kamin, so ein ganz alter. Eine Tür ist schon rausgerissen und dieser Raum, der sieht wirklich schon ziemlich mitgenommen aus. Da liegen überall Sachen auf dem Boden, die wahrscheinlich aus den Regalen rausgerissen worden sind. Da vorne auch, da ist eine so ein Wandschrank oder sowas, wo früher mal vielleicht Tassen drin gestanden haben. Ist auch schon alles rausgerissen. Und da ist der tote Mann. Ich gehöre zur Einrichtung. Du gehörst zur Einrichtung? Mhm. Und das sieht so aus, als wenn das mal der Aufgang nach oben war. Hier ist nochmal so eine Gartentür, vermute ich jetzt einfach mal. Ich kann ja mal kurz gucken, ob die aufgeht. Ist aber abgeschlossen. Hier war früher so ein kleines Guckloch, dass man gucken konnte,
wer von draußen reinkommt, vermute ich mal. Und hier rechts gibt es dann auch wieder ein Zimmer. Ja, und das war dann wahrscheinlich mal die Küche, weil hier sieht man noch die Fliesen. Diese typischen Küchenfliesen, so wie es zumindest meiner Meinung nach aussieht. Da ist auch schon wieder eine Tür, die rausgerissen wurde irgendwie. Aber man sieht auch leider hier wieder, dass hier einiges oder schon eigentlich das meiste rausgerissen wurde. Das Haus ist nicht mehr in einem wirklich sehr guten Zustand, sondern eigentlich schon ziemlich runtergekommen. Aber wir sind hier zufällig durch den Wald gelaufen und wollten uns das einfach mal kurz angucken. Hier steht noch ganz alter Mangosaft, der allerdings schon wirklich ziemlich abgestanden aussieht. Und der ist auch schon eher dickflüssig. Das war so eine kleine Sitzecke, wo wahrscheinlich hier mal so ein kleiner Tisch stand und man dann hier gemütlich essen konnte. Hier ist eine ganz alte Heizung. Und man sieht, oder ihr seht auf jeden Fall, dass hier schon die Decke, ja, die Tapete abblättert. Leute, falls ihr euch fragt, warum das draußen so knallt und böllert, wie gesagt, wir sind gerade, wir haben jetzt keine Ahnung, wie spät ist das jetzt? Wie spät ist das, Harry? 22 Uhr. Es ist ungefähr 22 Uhr jetzt gerade und wir haben uns gedacht, machen wir noch einen kleinen Spaziergang durch den Wald. Wir machen noch einen Spaziergang durch den Wald. Nein, wir machen noch einen Spaziergang durch den Wald und haben dabei ja, wie gesagt, diese Hütte hier gefunden. Und wenn ihr euch fragt, wieso das so knallt, wir haben heute Silvester, 31.12.2018. Wenn ihr das Video seht, dann wird das wahrscheinlich schon der erste Sonntag oder der zweite Sonntag sein im neuen Jahr. Ja, ist auch eigentlich relativ egal. Also Leute, und hier haben wir jetzt die Treppe nach oben und da geht's nach unten. Da ist die Treppe in den Keller dann. Und da ist noch so ein kleiner Abstellraum. Gucken wir aber gleich rein. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Oh, Holztreppe, ne? Wackelt ein bisschen. Ist mit irgendwelchen, ja, so Stoffteppichen bezogen, die Treppe. Und ich hoffe mal, dass hier oben vielleicht noch ein bisschen mehr steht als unten, weil unten war ja schon ziemlich viel rausgerissen. Aber wir gucken einfach mal. So Leute, das ist die Treppe, wo ich gerade durch hochgekommen bin. Ich hatte eben schon mal gesagt, hier ist so ein, ja, irgendwie Teppich drauf hier oben. War früher wahrscheinlich mal Mode. Das sind die Sicherungskästen des Hauses hier. Da sieht man auch hier wieder ganz alte Sicherungen noch zum Rausdrehen. Jetzt ist ja alles mit dem Schalter. Bei mir zu Hause zumindest. Das sieht aus wie ja, Stromanschluss oder sowas. Also richtige Versorgung. Ich will da jetzt mal nicht anfassen. Wer weiß, ob da noch was drauf ist. Und da liegt irgendwie schon ganz viel, ich weiß nicht, Ameisenkacke oder sowas. Ich weiß, sieht auf jeden Fall übelst eklig aus. Das ist der Kaminabzug, vermute ich einfach mal. Da sieht man hier nämlich noch das Rohr. Dann geht das nach oben und dann, ach genau, und hier unten steht dann wahrscheinlich ein Kamin oder stand mal ein Kamin und dann zieht das ja nach oben und dann geht das da oben aus dem Dach raus und dann kann ich ja vielleicht nachher nochmal von außen kurz zeigen. Auch hier oben wieder alles kaputt eigentlich. Hier steht noch eine alte Kommode und wir haben wieder diese schöne Blümchentapete, wie wir sie schon aus anderen Villen und Häusern kennen. Hier ist ein Dachfenster hier oben, da. Und auch hier wieder so eine komplette Kommode. Aber auch hier vermute ich wieder, dass wieder Sachen ausgeräumt worden sind und Sachen wieder zusammengestellt worden sind. Das soll im Keller wohl ziemlich rümpelig sein. Da werden wir auch gleich noch hingehen. Und hier oben ist ja wirklich nicht mehr viel zu sehen. Hier ist weder private Einrichtung noch irgendwas anderes. Vielleicht haben wir mit den anderen Räumen noch mehr Glück. Wir gucken jetzt einfach mal. Hier sieht man diesen langen Flur. Ich weiß nicht, kann man da schon zu Diele sagen oder kann man Diele generell als Flur sagen? Ich weiß nicht genau. Hier oben Haken. Hier so eine ganz kleine Abstellkammer, wo einfach irgendwie Parkett oder Holz abgestellt wurde. Und hier, was, oh, der Boden, der sackt hier voll. Hier kommen wir in das Schlafzimmer rein. Hier sieht man, hier kann man es wirklich gut erkennen. Bett, ne, ganz normales Ehebett. Hier ist ein, so eine kleine Kommode, so ein kleiner Nachttisch. Da ist so ein kleiner Nachttisch und da ist noch so ein kleiner Stuhl. Aber Leute, guckt euch das an, da bricht schon die ganze Decke ein. Hier. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht einbrechen werde. Hier sieht man auch noch ein bisschen Eigentum, sage ich jetzt einfach mal. Ein paar Kleider. Oh, der Boden wackelt hier überall. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hier sieht man noch alte Kleider, die hier zurückgelassen worden sind. Und hier ist ein ganz alter Ofen oder eine ganz alte Heizung. Ich weiß gar nicht, war das ein Ofen oder war das eine Heizung? Abschlusstür beim Brennen geschlossen halten steht da oben dran. Das war wahrscheinlich mal ein Ofen, den man dann hier von Raum zu Raum tragen konnte, eventuell. Ich weiß gar nicht, wie das früher funktioniert hat. Das geht wahrscheinlich auch genau mit so einem. Das ist übrigens dieses Kaminrohr, was dann wahrscheinlich durch die Wand und dann nach oben hin rausgeht.
Einen schönen Fensterblick hat man hier. Hier sieht das schon aus, als wenn hier irgendwas Holzmäßiges ausgekippt ist. Wahrscheinlich genau deswegen, weil über uns komplett die Decke runterkommt. Und das ist wahrscheinlich alles hier runtergefallen und dann hier aufs Bett gefallen. So vermute ich das zumindest mal. Wir gucken jetzt einfach mal, was es hier noch so für Räume gibt. Also hier ist auch wieder ein Dachfenster. Und der Flur geht weiter. Aber auch hier, Leute, seht ihr, komplette Decke runtergekommen. Da alles kaputt und dann hier direkt da drauf gefallen auf diesen kleinen Vorbau, auf diesen Tisch. Und auf die Stühle. Also wirklich nichts mehr Interessantes. Und hier ist einfach nur ein, ja, komplett leerer Raum. Wo der Boden auch schon, ja, also es riecht hier feucht. Und ich glaube, da hinten ist zum Teil Schimmel an der Wand. Da würde ich jetzt mal nicht so nah dran gehen, weil ich heute keine Atemmaske auf habe. Ein schönes Fenster. Das war wahrscheinlich auch vielleicht mal irgendwie Schlafzimmer oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht ein großes Ehebett gestanden hat. Hier wieder Nachttische. Ja, und hier war das dann wahrscheinlich mal so ein begehbarer Kleiderschrank. Also irgendwie... dass die hier ihre Klamotten drin hatte, ihre Kleidung. Man weiß ja auch leider nicht, wer hier drinnen gewohnt hat. Also bisher haben wir noch nichts gefunden, was irgendwie darauf hindeuten könnte, wer hier gewohnt haben könnte. Wir gucken jetzt einfach nochmal kurz im Keller und ich hoffe mal, dass wir da vielleicht nochmal ein paar private Gegenstände finden. Also Leute, wir gehen jetzt nochmal in den Keller. Wahrscheinlich durch die Tür da vorne. Hier sieht man das ganze Drama nochmal von außen. Ganz alte Fenster aus Holz. Hier ist schon gar kein Fenster mehr drin. Und das ist wahrscheinlich die Kellertür, aber die ist zu. Die Kellertür ist zu, da kommen wir nicht rein. Keller ist auf der Rückseite. Ach, Keller ist auf der Rückseite, okay. Keller ist auf der Rückseite. Hier ist ein ganz großes Loch. Was irgendwie mit Schutt, das sieht aus, als wenn da schon was vom Putz abgebrochen ist hier von dem Haus. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Hier ist eine Garage, Leute, guckt euch das an. Eine Garage mit Waschbecken. Dann könnt, ach, wer fährt denn hier mit dem Auto lang? Geländewagen, aber den kriegst du doch niemals in die Garage. Nee. Also Leute, was ich mich gerade frage ist, den Weg, den werdet ihr jetzt gleich sehen, oder habt ihr vielleicht jetzt schon gesehen auf dem, in dem Intro. Es ist alles bergig und... ja, voller Laub und Ästen und Blättern und so. Und eigentlich kann hier ein normales Auto, ein ganz normaler PKW, definitiv nicht hochfahren. Einfach allein aus dem Grund, dass es zu bergig ist und dass zu viel Unterholz auf dem Boden liegt. Und ich weiß nicht, wieso hier eine Garage ist. Wahrscheinlich auch für ein Auto, aber vielleicht gibt es noch einen zweiten Zufahrtsweg. Aber bisher haben wir noch keinen gefunden und wir gucken uns jetzt erstmal den Keller an. Ui, ui, ui. Und Leute, das ist der Kellereingang. Das ist so eine ganz alte, dicke Blechtür. Hier haben wir so eine ganz alte Heizung. Hier ist ein Tischgestell. Da sind noch irgendwelche Gartenstühle und ein Gartentisch eventuell. Eine ganz alte Lampe ist das, glaube ich, da oben. Und da unten auch wieder so ein kleiner Sicherungskasten. Oh, und hier sieht das Ganze noch aus, als wenn das mal so ein kleiner, ja nicht Handwerksbetrieb, sondern... wie heißt das denn? Werkbank. Werkbank. Als wenn er hier eine Werkbank war, wo eventuell mal die Hauseigentümer oder die Hausbesitzer dran geschraubt und gewerkelt haben. Und das, Leute, ist die Treppe von oben aus Holz. Aber wie man vielleicht sehen kann, die ist nicht mehr wirklich stabil. Und viel ist hier auch nicht mehr im Keller. Hier steht noch eine alte Heizung. Wie gesagt, ein so ein kleiner Stuhl, so ein kleines Werkzeugregal eventuell. Das sieht spannend aus hier. Hier stehen noch Briketts, die eingepackt sind. Die sind noch verschweißt. Und auch hier kommt schon die ganze Dämmwolle runter. Spider-Man, Spider-Man. Habe ich nicht drauf, glaube ich. Hier ist ganz viel Holz. Vielleicht Kaminholz eventuell. Was ist das denn? Hier auch ein ganz alter Ofen, oder? Das ist ein Ofen, ja. Unionkessel, Hildener. Der wurde mit Kohle befeuert. Ach, genau, okay. Ja, oder mit Holz, ne? Mit Briketts. Ja, Briketts, genau. Briketts, ich wollte gerade sagen, der wird, glaube ich, mit Briketts befeuert, der Ofen hier.
Es ist zwar ein bisschen hell, Leute, ich sehe auch nichts irgendwie gefühlt. Aber ihr seht die anderen da hinten. Und ich sehe selber nichts. Und man hört hier wieder Böller ohne Ende. Ah, der Harry leuchtet, das ist nett. Meine Lampe ist leer. Boah, ich habe ja schon wieder Seitenstiche, ne? Es ist schrecklich. Da vorne bei diesen Bäumen da. Eieiei, wie tief das hier runtergeht, wie steil. Now they're